heute das Victorinox Camper, Frau Brems EDC Taschenmesser, von mir gepimpt mit Griffschalen von ich jetzt den Shop im Kopf hätte, aber ich packe den Link in die Beschreibung. Camper ist ein Messer, das hatte ich mal auf dem Flohmarkt für ein paar Euro erstanden. Habe ein Refurbishing-Video gemacht. Ich würde sagen, wir gehen uns das mal ganz kurz im Detail angucken. Und dann gucken wir mal, ob keiner guckt. Und hier wird auch da viel Zeug. So, da haben wir es. Ist relativ einfach. Wir haben eine große Klinge, wir haben eine kleine Klinge. Ja? Kleine Klinge. Niemals die Tools auf der gleichen Klingenseite öffnen. Schlecht fürs Geschäft. Wir haben dann hier gegenüberliegend von der Öffnung des Messers, des großen, haben wir die Öffnung für die Säge. Habt ihr gesehen, wie die gearbeitet hat? Nämlich ein Weltmeister. Ja, dann haben wir hier wie ein Waldmeister eigentlich eher. Großer Schraubenzieher, Kapselheber, Kabel, Wirestripper, Wirebänder, würde der Roger sagen. Ja, Swiss Bianco. An der Stelle einen schönen Gruß, Amigo. Ich hoffe, dir geht's gut. Haben wir hier kleinen Schraubenzieher, Dosenöffner. Auch passend, das Ding ist scharf. Mir ist halt mal auf dem Daumennagel eingeklappt. Das war nicht schön, kann ich euch sagen. Dann haben wir hier Korkenzieher für einen Camper, ja, die natürlich auch gern schon mal ein Bierchen oder ein Weinchen trinken. Ist also beides dabei. Und da Frau Brehm und ich gerne Sonnenbrillen tragen, um unsere Augen zu schützen, haben wir hier einen kleinen Schraubenzieher reingepackt. Die gibt es standardmäßig für ein paar Euro zu kaufen, ja, was ich sehr gut finde, um halt die Sonnenbrillengläser Schrauben nachzuziehen. Dann haben wir hier Näh-, Stech- und Bohralle, die, ich sag mal ganz ehrlich, ohne Quatsch, im Notfall auch, ne, zur Selbstverteidigung. Ups, guck mal hier, 18:01. Im Notfall als Selbstverteidigungshilfe genommen werden kann. Hier drin, bei diesen Griffschalen. Wie gesagt, Link packe ich in die Beschreibung. Haben wir auch schon eingefügt oder beigefügt die Öffnung für die obligatorische Sicherheitsnadel. Und das waren eigentlich schon fast die Tools. Normalerweise ist hierbei nur ein Zahnstocher. No, jetzt geht er nicht richtig rein. Ich muss gleich mal gucken, woran es liegt. Und Schraubenzieher. Schraubenzieher. Kugelschreiber. Die gibt es auch ganz günstig zu kaufen. Ja, zack. Und hier hinten haben wir dann eins der von Frau Brehm meist genutzten Tools, das ich jetzt so nicht rauskriege. Nämlich die Fingernägel sehr, sehr kurz. Ich fasse es nicht. Ein Tool, um ein Tool rauszuholen. Da. Die Pinzette, die nimmt sie, um zum Beispiel die den Hunden Zecken rauszuporkeln. Ja. Anständig wieder reindrehen. Zack. Wenn ihr das hier, das Tool hier nicht drin habt, also hier diesen Schraubenzieher, weil ihr den nicht braucht, lässt sich auch die Seite effektiv zur Selbstverteidigung benutzen. Ja. Ohne Quatsch. Das Originalgewicht von einem Camper kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, das kommt bei Victorinox auch gar nicht so drauf an, oder? Auf jeden Fall. Ich muss auch die Tools jetzt, glaube ich, nicht mehr abmessen, oder? Mit, seht ihr das? Muss man auch gucken, was man tut. Gramm. Haben wir 92 Gramm. Mit diesen wunderschönen Alu-Griffschalen. Die sind drauf geklebt. Und ich finde, das wertet das
ziemlich auf. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wie ich das hier drauf gedübelt habe. Mann, die waren vom Roger. So, noch mal ganz kurz euch gezeigt. Modell Camper. Sinnvolles Teil. Ja. Und Torinox kann man eh nie was falsch machen. So, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Ja. So, ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Übrigens, ich muss da mal aufrufen. Die Bundles hier, die Bändchen, die brauche ich nicht. Ich brauche auch diese Ringe nicht, diese O-Ringe. Oder ja, aber wenn ihr die über habt, könnt ihr mir schicken. Die brauche ich für andere Sachen. So, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich glaube, ich gehe heim, es gibt Abendessen. Tschüss, mein Dude, schwenkt den Hut, tschüss mal ab und schwenkt die Kapp. Tschüssle, sagt der Benjamin Klausner.